Der kleine Film zeigt uns einiges zum Brutpflegeverhalten von Brachygobius doriae. Doch zuvor etwas Allgemeines zu diesen Fischzwergen, die gerade mal 4 cm Körperlänge erreichen. Diese Goldringelgrundeln stammen aus dem Südosten Asiens. Man trifft sie hier truppweise in Brackwassergebieten, aber auch in reinen Süßwasserzonen an. Sehr gern ruhen sie auf festen Substraten, aber sie haben natürlich eine Schwimmblase. Wie wir hier sehen, können sie sich sehr gut austarieren. Wir sollten einen kleinen Trupp von 6 bis 10 Tieren kaufen. Die meisten anderen Fische lassen diese Fischzwerge in Ruhe. Ihre Warnfärbung scheint sie zu schützen. Davon später mehr. Ein Problem gibt es bei der Haltung. Sie brauchen Lebendfutter. Nur mühsam lassen sie sich auf Ersatznahrung ein. Hier betreut ein Männchen ein gerade unter einem Stein abgelegtes Gelege. Zur Laichzeit färben die Männchen sich um. Ihr gelb-schwarzes Kleid wird orangeschwarz. Die Eier hängen an kleinen Fäden unter der Höhlendecke. Es sind in diesem Fall exakt 250. Zählen Sie nach. Um passable Aufnahmen zu bekommen, musste ich die Scheiben von innen reinigen. Bei der Gelegenheit musste ich den Stein kurz zur Seite räumen. Ich habe ihn dann etwas steiler wieder eingestellt. Das Männchen war anfangs wohl etwas irritiert, aber es setzte dann sein Brutgeschäft anstandslos fort. Rechts sieht man eine weiße Mückenlarve, das Lieblingsfutter dieser Fischchen. Wenn Sie lebendige, weiße Mückenlarven kennen, nehmen Sie auch entsprechendes Frostfutter. So ein Laichfächeln habe ich hier nur selten beobachtet. Es ist auch wohl nicht nötig, denn der Filterauslauf ist direkt oberhalb des Steins und die Strömung ist hier ausreichend stark. Der Vater ist jetzt ständig beim Gelege, er lässt es nie aus den Augen. Goldringelgrundeln haben sogenannte Vaterfamilien, das heißt, dass nur die Väter die Brut betreuen. Die Mutter ist mit anderen Dingen beschäftigt, sie futtert sich schon wieder einen Laichbauch an. Diese ganze Brutpflege dauert bei etwa 27 Grad Celsius volle 8 Tage. Wie bei Versteckbrütern üblich, sind die Eier nicht transparent, sondern trübe, in diesem Fall weißlich-gelb. Jetzt ist der 4. Tag. An den Eiern hat sich augenscheinlich nichts Wesentliches verändert. Der Grundelvater ist nicht der einzige Fisch im Aquarium. Hier leben noch einige weitere Goldringelgrundeln und ein paar Zebrazwergbuntbarsche, Nanochromis transvestitus. Das Weibchen hat heute einen schlechten Tag. Die sorgsam gehüteten Eier verpilzen. Da hilft auch alles Belutschen der Eier nichts. Was das mit den Grundeln zu tun hat? Wir werden es gleich sehen. Es ist jetzt der 8. Tag. Das Männchen ist nach wie vor eifrig bei der Brutpflege. Es ist nicht viel zum Fressen gekommen. Die Kleinen haben sich prächtig entwickelt. Sie sind jetzt schlupfreif und warten offenbar auf die Nacht. Da ist es dann etwas sicherer. Man glaubt, dass einen jetzt hunderte von kleinen Augen anschauen. Doch was ist das? Kommt es im letzten Moment zur Katastrophe? Das Buntbarschweibchen ist erschienen. Was hat sie vor? Will es sich an der Grundelbrut gütlich tun, sie also fressen? Oder will es sie nur adoptieren? Ihre eigene Brut hat sie ja kürzlich erst verloren. Das muss ich noch einmal in Zeitlupe zeigen. Welche Gründe die Transvestitusmutter hier auch wirklich hat zu stören? Der Grundelvater kämpft heftig. Allerdings beißt er in der Regel nicht. Er versperrt den Weg zu seinem Gelege. Er hat ja eine eindrucksvolle Warnfärbung
ob er vielleicht einen unangenehmen oder gar giftigen Körperschleim besitzt? Dieses Gehabe spricht ganz dafür. Beiß doch zu, wenn du dich traust. Aber der kleine Mann hat noch lange nicht gewonnen. Na also, weg ist sie. Kann man sich wieder dem Gelege widmen. Nein, da kommt sie ja schon wieder, aus der anderen Richtung. Jetzt wird es heftig. Wenn es dem Transvestitusweibchen nur um Futter gehen würde, hätte es sich schon längst ein paar Bissen aus dem Gelege holen können. Sie sieht in den schlupfreifen Grundeln offenbar ihre eigene Brut. Und jetzt hat sich die Transvestitusmutter auch noch Verstärkung geholt. Das Zebra-Zwergbuntbarsch-Männchen greift ein. Ein riesiger Zwerg gegen die Mini-Grundel. Wie soll das ausgehen? David gegen Goliath. Tatsächlich, die Buntbarsche geben sich geschlagen und ziehen sich zurück. Wenige Stunden später, in der Nacht, ist die Grundelbrut geschlüpft. Im freien Wasser schwebend zerstreuen sich die Kleinen. Jetzt ist die Brutpflege des Vaters beendet.